wir haben es tatsächlich geschafft. Der FM2-Kette-Kanal ist zum Twitch-Partner geworden, was natürlich eine absolute... Hätte ich nie mit gerechnet. Ich bin euch allen einfach total dankbar für euren wahnsinnigen Support. Ich war auch ganz überrascht, dass ich auf einmal eine Mail bekommen habe von wegen, wir wollen ein bisschen den FM bekannter machen in Deutschland und haben gedacht, es macht ja am meisten Sinn, wenn wir irgendwie Leute haben, die das Spiel spielen und zeigen, wie das Spiel funktioniert. Und ja, dann ist es halt diese Aufstiegs-Challenge geworden. Er hat eine Zielstrebigkeit von 20, Einsatzfreude 20, Teamwork 20 und ist Musterprofi. Es ist unfassbar. Unglaublich. Also, ich habe 7,5 Millionen bezahlt für den bei Frankfurt. Also der räumt da jetzt vor der Abwehr auf. Richtig, richtig gut. Moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Episode 5 unseres Wearstream FM Talks. Ich bin Terry Vinette von FM2-Kette und ich freue mich sehr, dass wir nach der verletzungsbedingten Unterbrechung den Jonukas wieder an Bord haben. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist lange her. Aber also es waren nur 2 Episoden, aber für mich ist es lange her. Deswegen, ja, moin. Ja, die Veröffentlichungsfrequenz hat ein bisschen gelitten unter diesen verletzungsbedingten Belastungen. Aber immerhin können wir auf unsere Stammspieler zurückgreifen. Laschbob ist mit von der Partie. Hallo. Hallo. Und der Richard ist auch wieder dabei. Hallo. Und wenn wir Glück haben, sogar im Bewegtbild, das werden wir aber erst hinterher erfahren. Wir werden schauen, auf jeden Fall. Aber das Standbild war super, fand ich im letzten Jahr. Ja, das ist irgendwie gut abgegangen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe es jetzt tatsächlich auch bei mir im Kanal als Emote. Also das ist, ich mach nach. Ja. Sehr gut. Nachdem wir in den letzten beiden Episoden über das Training sehr intensiv geredet haben und in Episode 4 mit Sorsinho über das Managen in tieferen Ligen, wenn ihr diese Episode noch nicht gehört habt, holt das auf jeden Fall nach. Da geht's um die Wurst sozusagen. Wollen wir uns heute ein bisschen mehr mit der Community beschäftigen. Jonukas hat eine sehr interessante Community-Challenge gestartet. Da wird er ein bisschen drüber erzählen. Und dann gibt's noch 2 großartige News in Sachen Laschbob und FM2-Kette, die Kanäle. Da ist auch einiges passiert. Und dann hat Richard in Rumänien den Schritt vom 80er-Jahre-Fußball mit Targetman und Poacher, mit Zielspieler und Knipser in die Moderne geschafft. Das wollen wir dann auch ein bisschen näher beleuchten. Das ist der Plan für heute und starten wir mal mit der Community-Challenge von Jonukas. Also für alle, die gerade auf der Suche nach einem neuen Spielstand oder nach einer neuen Herausforderung sind im FM21, Ohrenspitzen. Jonukas, was hat's mit 2 Herzen auf sich? Habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht mit Traum vom Triple. Habe ich den Leuten so eine kleine Community-Challenge an die Hand gegeben. Wir sind jetzt mittlerweile im April. Der FM kommt im November raus. Und da haben die meisten Leute schon den ersten Save mit ihrem Lieblingsverein durch. Sie haben den zweiten Save mit ihrem Zweitlieblingsverein durch. Und viele, die Frage liest man in Streams auch oft in letzter Zeit, finde ich, wo sich Leute fragen, so, hat jemand eine Safe-Idee, was soll ich jetzt machen? Die Frage bekomme ich auch jeden Stream irgendwie gefühlt 3-mal mindestens, ja. Ja, richtig. Und da habe ich mir gedacht, sorge ich mal für ein bisschen Inspiration und rufe mal so eine kleine Community-Challenge ins Leben, die dieses Jahr heißt 2 Herzen. Da geht es darum, dass man einen Verein übernimmt in einem beliebigen Land und den Nationaltrainerposten des Landes, in dem der Verein spielt, noch direkt mit dazu. So. Ich fand das in meinem letzten Save mit Fredrikstad und Midtjylland, da war ich ja norwegischer Nationaltrainer. Und das hat mir richtig Bock gemacht. Ich hab vorher nie Nationalmannschaft gespielt und diese norwegische Nationalmannschaft war richtig geil. Also die Europameisterschaften und Weltmeisterschaft haben wir gespielt. Das waren so gute Streams. Fand ich richtig gut. Und deswegen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele Leute das ein bisschen übersehen, so diese ganze Nationalmannschaft-Geschichte, habe ich gedacht, baue ich die Community-Challenge darum mal auf. Es gibt in dieser Challenge ein paar Ziele, die man erreichen kann, also ein paar Ränge, die man erreichen kann. Dazu muss man dann verschiedene Ziele abschließen. Zum Beispiel der beste Status in der Community Challenge heißt Gottgleich. Da muss man dann Weltmeister, Kontinentalmeister und einmal das Triple holen bis 2024. Oh Gott, dann, oh Gott. Das ist heftig. Ich bin auch gerade dabei mit Frankfurt und der deutschen Nationalmannschaft und ich glaube, das wird nichts.
Wärst du aber bei Norwegen geblieben. Ich glaube, mit Haaland und so, dass die goldene Generation ist nicht so verkehrt. Ja, Haaland, Hauge, Tor, also das ist die Mannschaft ist richtig gut, ja, stimmt. Apropos ja, Norweger, dieser Norweger, den du zu Eintracht Frankfurt geholt hast, war Norweger, ne, von Rom. Oh, der, mein absoluter Lieblingstransfer. Ich hab den Morten Thorsby. Wie hieß er? Morten Thorsby heißt er. Ich hab den gesehen, ich hab mich verliebt. Das, ja, oder? Das sind, das sind Werte. Spielt im Moment bei Sampdoria Genua. Und ist, der hat eine Zielstrebigkeit von 20, Einsatzfreude 20, Teamwork 20 und ist Musterprofi. Es ist unfassbar. Perfekt. Es ist unfassbar. Unglaublich. Also. Ich habe 7,5 Millionen bezahlt für den bei Frankfurt. Also der räumt da jetzt vor der Abwehr Wahnsinn. Auf. Richtig, richtig Wahnsinn. Gut. Spielt er manchmal auch schlecht? Bitte? Spielt er manchmal auch schlecht? Bei der Einsatzfreude? Nö. Also bisher noch nicht. Ja, und der ist auch noch 1,89 groß, 19 Ausdauer. Das ist schon eine Maschine, ey. Es ist so eine Maschine. Richtige Maschine. Das war auch mit Haaland zusammen der einzige Spieler in der norwegischen Nationalmannschaft, der bei mir jedes Spiel gespielt hat. Den kannst du nicht auf der Bank lassen. Also wäre interessant zu wissen, wenn er mal schlecht spielt und du ihn verwarnen kannst, offiziell, was dann passiert. Ob er dann Besserung lobt und dann auf 21 Zielstrebigkeit steigt oder so. Ja, stimmt. Das lohnt sich bei dem gar nicht richtig. Nee, da passiert einfach gar nichts. Also ja. Bei mir im Stream ist das ja so ein bisschen zum Running Gag verkommen. Immer wenn einer schlecht spielt, wird er halt sofort verwarnt. Kleiner Bonustipp am Rande. Hat mich einer der Zuschauer drauf gebracht. Ich habe das immer schon gemacht mit diesem Spieler verwarnen oder seit 2 Jahren, seit ich das Feature rausgefunden hatte, damals auch im Stream, dass man das ja schon in der Jugend anwenden kann. Wahrscheinlich war der Hauge bei einem Trainer, der das von Anfang an immer gemacht hat. Thorsby, ja. Genau. Ja. Ja, stimmt. Also wer den Thorsby, nicht kennt, gebt den Namen mal ein und guckt euch das an. Vielleicht ist er ja auf der Transferliste. Also, hab den gerade gescoutet. Absolute Empfehlung. Aber er fällt offen und Bank. Ja, du hast ja jetzt ein bisschen Geld mit der Champions League-Teilnahme. Vielleicht ist das drin. Okay, zurück zu zwei Herzen. Also du bist mit Frankfurt und der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Gibt's irgendwelche beliebte Kombinationen in der Community? Also ich habe da schon einiges gelesen. Auf dem FM2-Kette-Discord haben wir jetzt auch einen eigenen Kanal dafür, für diese Challenge, wo die Leute fleißig Berichte reinschreiben von ihren zwei Herzen-Saves. Da sind so Sachen dabei wie Stuttgart und Deutschland oder Startrennen und Frankreich zum Beispiel, was dann eher, naja, da ist das mit dem Gottgleich wahrscheinlich eher noch realistisch. Aber da entscheiden sich auch, zum Beispiel Doc Snyder hat Ljubljana und Slowenien genommen. Ja, okay, das ist interessant. Okay. Gut, ich meine, ich habe noch eine kleine Änderung zu dieser Challenge hinzugefügt, dass man mit Ländern, die halt nicht so weit oben in der Weltrangliste ist, dass man damit ein bisschen mehr Zeit hat. Sonst bis 2024 wäre es, glaube ich, mit Ljubljana relativ unmöglich, die Champions League zu gewinnen. Aber auch Konrad hat Defensor Sporting und Uruguay genommen. Okay, auch so. Cool. Sehr, ja, wirklich. Auch cool. Beim Uruguay. Ja, sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass sich irgendwer aus Europa raustraut. Mhm. Oder Herr Fesselhoff hat sich für, ich glaube, Miami und die USA entschieden. Ist auch interessant. Also die haben allein schon für die Wahl irgendwie den Status Gott gleich verdient, finde ich. Das ist nicht schlecht. Das stimmt, ja. Das sehr kreativ, finde ich cool. Also das liebe ich auch an der FM-Community. Also nicht nur, dass so Leute wie du dann Sachen initiieren, sondern dass die Community dann kommt und dann ihre eigenen Ideen daraus entwickelt. Und das ist, also ich habe auch kurz darüber nachgedacht, was würde mich reizen und dachte dann ja vielleicht mal kurz für die paar Jahre zu Liverpool zurück in England oder so übernehmen, also die Wonder Kids. Aber das ist natürlich, das ist schon cool, das ist schon richtig cool. Ja, stimmt. Und vor allem auch wirklich sehr detaillierte Berichte, teilweise, also Texte, die in eine Discord-Nachricht nicht reinpassen und so. Also macht schon Spaß, sich das durchzulesen. Also wenn ihr Bock auf einen neuen Safe habt, schaut euch die Zwei-Herzen-Challenge an, entweder auf dem Twitter-Account von Junukas. Das ist. Genau, ist angepinnt. Genau, ist angepinnt. Du heißt aber nicht Junukas. Junukas94 heiße ich. Genau, Entschuldigung. Genau. Jonukas94, so. Danke. Ja. Oder auf dem FM2-Kette-Discord, den wir euch so oder so ans Herz legen können, wenn ihr auf der Suche nach einer fantastischen Football-Manager-Community seid. Genau. Und da gibt es dann ganz viel Inspiration und Berichte aus den Zwei-Herzen-Saves. Und wenn ihr euch dazu entschließen solltet, ebenfalls ein Zwei-Herzen-Save zu starten, gerne da auch berichten. Wir sind alle neugierig und wollen alles wissen.
Auf jeden Fall. Aber stimmt. Eins muss ich noch zu meinem Safe sagen. Ich habe gerade Moukoko geholt. Oha. Gerade eben im Stream für 8 Millionen Euro. Nicht schlecht. Wow. Nicht schlecht. Und der Vorstand bewertet diesen Transfer mit einer Note von 2 Minus. Ja. Wahrscheinlich zu viel Geld recht. Oder so. Sagen die oft. Ja, wahrscheinlich. So viel Geld für einen 17-Jährigen, absolut. Oder zu wenig Zielstrebigkeit und Einsatzfreude. Da liegt die Messlatte jetzt ziemlich hoch. Ja, richtig. Ja, sehr cool. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu sagen von deinem Save? Irgendwas Spektakuläres passiert? Ja, ich habe die Europameisterschaft gespielt mit Deutschland und ich würde mal sagen, ich bin, was Erfolge angeht, oder was die letzten Erfolge angeht, in Jogis Fußstapfen getreten und bin glorios gegen Portugal in der im Achtelfinale ausgeschieden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der DFB tritt auch weiterhin in seine Fußstapfen und hat mich nicht entlassen. Sehr gut. Also lohnt sich reinzuschalten bei Junukas, deutsche Nationalmannschaft und Eintracht Frankfurt. Finde ich insofern, also was du gesagt hast, auch mit der Nationalmannschaft, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Also ich weiß nicht, im FM 12 oder so habe ich das letzte Mal Nationalmannschaft trainiert. Also das sollte ich vielleicht dann doch nochmal in Angriff nehmen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann wechseln wir zu Lashbob. Der hat nämlich mittlerweile seit der letzten Episode ganze 2 neue Saves gestartet. Lübeck ist nicht mehr. Dafür ist er jetzt beim VfL Bochum untergekommen und hat dazu noch einen ganz besonderen neuen Spielstand. Lashbob, was ist da los? Genau, das ist die FM21 Aufstiegs-Challenge. Ist keine Community-Challenge, sondern eher eine Challenge vom FM, von SI an mich. Und zwar in der ersten Saison mit dem SC Paderborn aufzusteigen. Wer mich kennt, weiß, dass das nicht so meine Spezialdisziplin ist. Von daher vielleicht eine gute Challenge gewählt vom FM sogar. Ja, und das spielen wir momentan 2-mal die Woche abends. Und ja, kommt gerne vorbei. Welche Tage sind das? Mittwochs und freitags um 18 Uhr. Mittwochs und freitags ab 18 Uhr, also bei Lashbob auf dem Kanal vorbeischauen für die Aufstiegs-Challenge. Wie kam das dazu, dass der FM sozusagen offiziell, du wirst ja auch von den offiziellen Kanälen promotet tatsächlich, also eine sehr, sehr schöne Anerkennung auch für dich persönlich natürlich, als auch für die deutsche FM-Community. Definitiv. Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie ist dazu gekommen? Ja, ich war auch ganz überrascht, dass ich auf einmal eine Mail bekommen habe von wegen, ja, ist cool, dass du streamst und wir wollen ein bisschen den FM bekannter machen in Deutschland und haben gedacht, es macht ja am meisten Sinn, wenn wir irgendwie Leute haben, die das Spiel spielen und quasi so irgendwie ein bisschen darauf hinweisen und zeigen, wie das Spiel funktioniert. Und ja, so ist es irgendwie entstanden, dass die quasi, ja, also der Hintergedanke vom FM her war, das Spiel in Deutschland bekannter zu machen. Und da es ja jetzt auch kein einfaches Spiel ist, was man mal eben losspielt, sind sie halt auf Streamer, beziehungsweise auf mich dann gekommen, um dann halt zu zeigen oder dass man quasi im Stream sieht, wie man das Spiel spielt und dann halt auch direkt Fragen stellen kann, was man ja beispielsweise irgendwie bei YouTube oder so dann nicht so direkt mit einer Antwort, oder man bekommt halt nicht direkt eine Antwort. Deswegen sind die halt eigentlich auf Stream gekommen und dann wurde halt ein bisschen rumüberlegt oder beziehungsweise die haben sich eigentlich schon einen ganz guten Plan, halt mit einer Challenge und ja, dann ist es halt diese Aufstiegs-Challenge geworden, was ganz interessant ist. Ja. Okay. Und deswegen ist es jetzt die zweite Liga mit einer Aufstiegs-Challenge. Okay, also das heißt, du hast eine Saison Zeit, ist das richtig? Genau, ja. Okay, krass. Also in der ersten Saison aufsteigen mit Paderborn. Wie ist es losgegangen? Wie sieht's aus? Bist du guter Dinge oder hast du Angst, dass die Challenge frühzeitig beendet ist? Also ich durfte mir natürlich den Verein auch aussuchen und ja, es gab da natürlich leichtere und schwerere. Ich dachte, ich glaube, ich habe jetzt so ein Mittelding gefunden mit Paderborn, also dass es nicht ganz so leicht ist, aber auch nicht quasi unmöglich, wie beispielsweise mit den Würzburger Kickers oder so. Ja, und es ist sehr gut. Es funktioniert bisher ziemlich gut. Ich habe auch nicht so eine Standardtaktik. Also ein 4-3-3 ist schon sehr, sehr normal, aber mit 2 inversen Außenstürmern, mit einem Metzala und einem Carrilero in der zweiten Liga ist es vielleicht auch nicht so Standard. Und es läuft ganz gut. Wir haben in der ersten Runde im DFB-Pokal leider Werder Bremen gezogen. Also ein Bundesligist ist jetzt auch nicht so das los, was man in der ersten Runde haben möchte. Und sind da leider im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also vollkommen okay. Und ja, haben jetzt die ersten 4 Spiele
gegen Top-5-Mannschaften meiner Meinung nach, gegen Heidenheim, Augsburg, Hannover und Kiel, also die halt auch in Real Life oben mitspielen. Heidenheim jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, aber am Anfang der Saison. Kein Spiel verloren, 2 unentschieden, 2 gewonnen. Also von daher sieht es da ziemlich gut aus und nach 4 Spielen noch nach Aufstieg. Sehr schön. Dann drücke ich mal die Daumen. Ich nehme an, da das eine Kooperation ist, dass da nicht der Editor im Spiel ist und Entlassungen aktiv sind. Nee, der Editor wurde am Anfang beim Safe-Start verboten, also der ist ausgegraut. Und ja. Da könnte es sein. Insofern drücke ich feste die Daumen, dass das mit dem Aufstieg klappt. Blamier uns nicht vor dem FM. Mach uns stolz. Ja, ich tue mein Bestes. Sehr gut. Dann gab es noch eine zweite große Neuigkeit in der FM-Community, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Der FM2-Kette-Kanal ist zum Twitch-Partner geworden. Was Glückwunsch! Eine absolute, hätte ich nie mit gerechnet. Ich bin euch allen einfach total dankbar für euren wahnsinnigen Support. Und für mich ist das auch nicht meine Partnerschaft, sondern unsere aller Community-Partnerschaft. Weshalb wir jetzt auch die Chance haben, tatsächlich ein Stream-Team zu gründen, das wir dann passenderweise auch wir StreamFM nennen werden. Und wir werden dann gemeinsam einen großen Partnerparty-Stream veranstalten. So viel können wir schon mal anteasern. Die genaueren Pläne besprechen wir am Ende von der heutigen Folge noch. Vorher wechseln wir einmal nach Rumänien. Da ist nämlich Richard mittlerweile auch bei einem neuen Verein untergekommen. Mit dem alten, dessen Aussprache ich immer noch nicht drauf habe und jetzt hoffentlich auch nicht mehr lernen muss, hat er 80er-Jahre Fußball gespielt und jetzt ist er in der Moderne angekommen. Richard, erzähl. Genau, quasi die 90er Jahre drüber gesprungen und wir spielen ein etwas modernerer Art Pressing Fußball, würde ich sagen, aber Ozzolo Galazzi war der letzte Verein. Naja, danke. Sorry, ja. jetziger Verein heißt Astra Giurgiu, ein bisschen einfach. Ich glaube, man kennt sogar den Namen. Die waren einmal in der Champions League. Ja. Sind ein bisschen bekannter als Ozzolo. Und ja, eine absolute verrückte Saison. Da angekommen in 2024. Ein Jahr später, Sommer 2025, haben wir die Saison als Meister abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Dankeschön. Ja, ich bin total überrascht, ganz ehrlich. Ich habe irgendwas so Stabiles entwickelt, taktikmäßig, und dachte, ja, okay, ich wäre zufrieden mit diesem Meister-Playoff. Das hat man in Rumänien, die Top 6 Vereine dann spielen um die Meisterschaft nach ungefähr 20, 25 Spieltagen. Und ich habe gehofft, ja, dann, wenn wir das schaffen, in den Playoffs zu kommen, dann haben wir eine Chance auf Europa Conference oder irgendwie sowas, dann ist es eine richtig gute Saison. Aber irgendwie im Januar, Februar, nach der Winterpause, hat der Spieler, der Renato Miskic, hier ein kroatischer, 19-jähriger Kroatischer mit 19 Schnelligkeit und 17 Antritt oder so, also blitzschnellen Knipser-Typ, ist irgendwie, hat er seine Füße gefunden und hat da pro Spiel 2 oder 3 Tore geschossen und am Ende der Saison Torschützenkönig und hat gefühlt nur die letzten 15 Spiele gespielt, also krass. Wirklich krasser Junge und ja, das hat dann am Ende gereicht, er hat auch ganz wichtige Tore geschossen gegen, also in Derby-Spiele und gegen den anderen Top-Verein in dem Meister-Playoff. Und ja, ganz am Ende wurde es noch, haben wir das, die Meisterschaft durch noch eine verrückte Spiel geholt, in dem wir bis zur 80. Minute, war das 1-1, dann haben wir 2-1 gemacht in der 92. Minute, dann direkt nach dem Anpfiff ein Elfmeter für den Gegner, 2-2. 93. Minute, da habe ich gedacht, okay, da müssen wir noch ein bisschen warten auf dem Titel. Aber nee, in der 94. Minute, auch direkt nach dem Anpfiff, nach dem Elfmeter, haben wir doch das Siegertor geschossen. Also volle Alter. Drama am letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag oder so. Das war doch auch um 5 Jahre gealtert, oder? Ja, wirklich. Wirklich. Also ja, total verrückte Saison. Ich habe mir das gar nicht erwartet, aber ja, es wurde noch besser. Wir sind dann für die Champions League Playoff qualifiziert.
dritte Runde oder so. Wir mussten zwei Quali-Runden durch und dann waren wir im Playoff gegen Dinamo Zagreb. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ja, gegen Zagreb kann man verlieren. Die sind meistens in der Champions League oder Europa League. Ja. Alles gut. Aber dann überraschenderweise schon wieder 2-0 auswärts, 2-0 zu Hause gegen Zagreb. Und dann jetzt spielen wir in der Champions League Gruppenphase. Sehr geil. Nächste Saison. Also es ist wirklich super gerade. Läuft alles perfekt in Jeju. Ja, cool. Ich würde gerne ein bisschen auf deine Taktik eingehen, weil das, glaube ich, für einige Zuhörer auch sehr interessant sein könnte. Jetzt hast du ja von deinem Kroaten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, erzählt mit 19 Antritt. Hast du dann die Taktik auf ihn zugeschnitten oder wie war dein Ansatz? Welche Mannschaft hast du vorgefunden und wie bist du dann zu der Taktik gekommen, die dich dann am Ende zum Meister gemacht hat und in die Champions-League-Gruppenphase geführt hat? Ja, im Spiel eigentlich. Am Anfang war die Idee, mit einem pressenden Stürmer auf Angreifen zu spielen. Und der macht sowieso die Läufe, die Stoßstürmer auch macht, was so, wo Schnelligkeit ganz wichtig ist für solche Stürmer. Aber man braucht natürlich ein bisschen Platz hinter dem Gegner, um daran zu profitieren. Und das hatten wir natürlich in den meisten Playoffs nicht immer, weil die anderen Teams wussten ja, Jeju ist jetzt Favorit und haben uns nicht so viel Platz gegeben. Aber was wir quasi gemacht haben, ich habe ein bisschen mehr auf Standards fokussiert. Wir hatten doch ein äußeres Spiel im Spiel. Das heißt, ja, es war nicht 80er Fußball, aber war doch ein bisschen ab und zu mal drin mit diesem schnellen Umschaltspiel auf einem Zielspieler ab und zu mal. Und nachdem wir ein oder zwei Tore geschossen durch Standards oder einen guten Konter, dann war das Spiel komplett offen für Miskic. Dann habe ich ihn oft auf einen Stoßstürmer umgesetzt, Passe in die Tiefe eingeschaltet und dann war das vorbei für den Gegner. Die mussten nur ihm, weiß ich nicht, 4 Meter Platz lassen und dann ist er weg. Die haben keine Chance mehr. Also die taktische Idee war total einfach, nur so ein Mid-Block, schneller umschalten und ich glaube, die Spielequalität war einfach perfekt für diese Taktik. Mhm. Das heißt, du hast dann einen Spielmacher auf der 10 oder hinter dem Miskic, der ihn dann steil schickt? Oder woher kamen die Pässe? Formation habe ich gar nicht erwähnt. Ja, wir spielen 4-3-3 oder 4-1-4-1 mit Offensive links und rechts und ein vorgeschobener Spielmacher auf der einer der Mittelfeldposition quasi als 8. Ah, okay. Und jetzt hast du einen äußeren Zielspieler erwähnt. Das ist eine Rolle, die ich noch nie benutzt habe, beziehungsweise die ich letztes Jahr im FM20 mal versucht habe zu benutzen, aber das bin ich grandios gescheitert mit. Wie verhält die Rolle sich? Was bringt die dir? Oder was bringt die deinem System? Ja, am Anfang war ich auch sehr skeptisch. Wir hatten ein perfektes Spieler für die Position, aber ich war nicht 100% sicher, ob das wirklich einbindet in der Taktik und in den Plan. Aber nachdem wir die mit den Rollen ein bisschen gespielt haben und der Spielmacher quasi an seiner Seite gespielt haben und da mit dem Flügelverteidiger hinter ihm, dann plötzlich sah das viel besser aus. Dann hat man so einen Bereich am Spielfeld, wo zwei Spieler immer nah beieinander waren, die irgendwie mit ihrer Bewegung und Pässe ein bisschen Platz aufmachen könnten für andere. Die an der anderen Seite hatten wir einen inverser Flügelspieler und natürlich pressende Stürmer oder Stoßstürmer ganz vorne. Ja, wir haben nicht immer lange Bälle gesehen auf dem Zielspieler, aber sein, sagt man das auf Deutsch, Hold-up-Play, wo er den Ball auffängt und quasi mit seiner Stärke da ein bisschen wartet, bis die anderen Ball halten. Ja. Das hat ein bisschen was von einem vorgeschobenen Spielmacher auf außen, oder? So, wenn der Ball nicht hochkommt, oder? Ja, ein bisschen, aber er benutzt mehr seine Physis dann. Den Ball auffängt und wartet vielleicht 2 Sekunden länger als ein Spielmacher oder eine andere Rolle, bis die andere Spieler in Position kommen und dann können wir schnell wieder angreifen. Ich habe da irgendwas geändert in Mitte der Saison, weil ich fand, er war oft zu breit oder hat ein bisschen gegen den Außenverteidiger gespielt, was ja auch eine Taktik ist mit dem äußeren Zielspieler, weil er dann
normalerweise ein bisschen größer ist aus dem Verteidiger. Aber bei mir, ich fand das ein bisschen besser, wenn er in der Zwischenraum spielt, zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger. Ich habe einfach der Teamanweisung gegeben, enge stehen. Und plötzlich sah unsere Bewegung vorne viel, viel besser aus. Dann hat er ein bisschen mehr wie quasi ein Raumdeuter oder ein Wörser Außenstürmer gespielt. Aber dann mit diesem Zielspieler-Auch-Funktion, dass er der Ball haltet und nicht immer schießt, sondern auch kreativ ist. Und wie gesagt, ich habe auch ganz selten mit der Rolle oder fast gar nicht mit der Rolle gespielt. Ich war auch sehr skeptisch, aber wenn du der richtige Spieler hast, der hatten auch eine richtig gute letzte Saison, vergesse der Name, Borgs, glaube ich, Borges oder so, 2 Meter groß und super physische, quasi so wie Mandžukić oder so, der rumänische Mandžukić. Und für so eine Rolle war er perfekt. Kam da bei dir oft auf den Abschlusspositionen der äußere Zielspieler? Sorry, das habe ich nicht gehört, Jone. Kam da oft in Abschlusspositionen? Ja, doch. Wenn wir dann erstmal nach vorne ziemlich schnell gespielt haben, dann hat er den Ball abgefangen, ein bisschen mit dem vorgeschobenen Spielmacher gespielt oder so, oder gegen den Stürmer. Mhm. Dann hat er quasi ein bisschen später seinen Lauf nach vorne gemacht und war ab und zu mal frei im Strafraum, um zu knipsen quasi. Das ist auch ab und zu mal passiert. Aber ja, da war mehr so eine Kombination aus Kreative und Torschieße. Der Miskic hat einfach alles übernommen durch seine. Aber es ist interessant, was du erzählst, weil ich hatte ein bisschen das, was du beschreibst, hatte ich so als Problem, als ich mit dem äußeren Zielspieler experimentiert hatte, weil ich wusste jetzt nicht genau, was er macht. Also ist das jetzt ein Außenstürmer, der Fokus aufs Tor hat? Also ich habe dann versucht, auf der gegenüberliegenden Seite Spieler zu haben, die Flanken schlagen an den langen Pfosten, sodass er einlaufen kann und die dann mit seiner Physis irgendwie verwerten kann. Aber wenn das Spiel über seine Seite gelaufen ist, hat es nicht so richtig funktioniert, aber vielleicht hat er auch zu wenig Support, weiß ich nicht. Da hatte ich eine andere Lösung vor, eigentlich mit dem inverse Flügelspieler an der gegenüberliegenden Seite, und Mesala habe ich dann oft mit ihm kombiniert. Die haben quasi den Gegner auf diese offensive Linksposition gezogen, und dann hat der vorgeschobene Spielmacher und Zielspieler ein bisschen mehr Platz als sonst. Und sobald die dann den Ball haben, die hatten ein bisschen mehr Platz, wie gesagt. Und wegen Flanken hatte ich an der gegenüberliegenden Seite einen Flügelverteidiger auf Verteidigen. Das fand ich auch ganz gut, weil er dann aus der Tiefe ein bisschen flankt. Und wenn wir auf der linken Seite ein bisschen Spielaufbau gemacht, dann natürlich dieser lange Ball auf dem äußeren Zielspieler ist sehr gefährlich, weil er ist alleine quasi gegen niemanden an der anderen Seite. Aber ganz wichtig, glaube ich, mit dem äußeren Zielspiel, zumindest in meiner Formation, es hat nur super geklappt, wenn wir einen tollen Stürmer hatten auf der Stürmerposition. Also wenn Miskic dann nicht so gut war in Anfang der Saison oder wenn er verletzt war oder so ein paar Spiele, dann hat es nicht so funktioniert wie sonst. Dann hatten wir Probleme mit die Tore zu schießen, weil allein auf dem Zielspieler kann man nicht verlassen, ja. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sieht ihn nicht quasi als nur ein Torjäger, der ist mehr involviert mit Spielaufbau und so. Okay. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ein bisschen Gedankenfutter. Vielleicht packe ich hier nochmal aus, aber ich überlege auch gerade. Aber wahrscheinlich erst im FM22. Jetzt im FM21 bin ich gerade sehr glücklich mit meiner brasilianischen Box. Die haben wir in Saison 3 dann ausgepackt. 4-2-2-2, ohne offensive Außen, ohne Außenspieler Mittelfeld, einfach nur 2 defensive Mittelfeldspieler, 2 offensive Mittelfeldspieler und 2 Stürmer. Ganz ohne äußere Zielspieler.
Klingt leicht wie so eine Exploit-Taktik, Terry. Ja, stimmt. Ist es aber tatsächlich nicht. Also wir hatten, auch wenn wir mit der Taktik Meister geworden sind und tatsächlich auch ins Copa Libertadores-Finale eingezogen sind, da haben wir sehr stark die Grenzen aufgezeigt bekommen, vor allem die Grenzen auch der Taktik, weil Grêmio Porto Alegre, unser Gegner, einfach konsequent die Außen bespielt hat. Und das hat dann das Spiel für die gewonnen. Also hatten wir keine Chance. Ansonsten ist das natürlich eine historische brasilianische Taktik. Die wurde dann irgendwann obsolet, als dann das 3-5-2 aufkam. Aber mit der Taktik hat Brasilien zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und mein Vorhaben in Brasilien war ja unter anderem auch so ein bisschen eine kleine Reminiszenz an den südamerikanischen Fußball nachzubilden, sei es mit der Formation oder sei es mit südamerikanischen Rollen, von denen wir jetzt bei der Formation ein bisschen abgekommen sind. Aber ja, insofern hoffe ich nicht, dass das eine Exploit-Taktik ist. Beziehungsweise ich weiß, dass es keine ist, weil sonst würde die Mannschaft manchmal anders spielen. Ja, ich will jetzt aber auch gar nicht so in die Tiefe gehen, was Brasilien betrifft, da kommt er am besten im Stream vorbei. Es ist auf jeden Fall nach wie vor spannend. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Meisterschaft gewonnen, ja. Wie ein bekannter deutscher FM-Singer und Songwriter mal gesagt hat, Meister Brasiliens irgendwann mal. Richard ist jetzt schon eingetreten, tatsächlich. In der vierten Saison war das. Muss er umdichten jetzt eigentlich, oder? Und nochmal aufnehmen. Wie bitte? Muss Richard jetzt eigentlich umdichten und nochmal aufnehmen? Ja, auf jeden Fall. Und damit wären wir auch schon bei dem Stream, den wir vorhaben, Freunde der Sonne. Jetzt müsst ihr euren Kalender rausholen. Am 24.04., das ist ein Samstag, ab 20 Uhr, wird es einen besonderen Stream geben, wo die Herren hier alle beisammen sein werden. Und wir werden dann einen gemeinsamen FM-Abend einlegen. Wir werden gegeneinander spielen. Wir wissen noch nicht genau wie. Also entweder Draft-Mode oder wir nehmen eine fertige Mannschaft. Könnt auch gerne eure Wünsche äußern im FM2-Kette-Discord in unserem Kanal, worauf ihr Bock hättet, ob wir uns zum Beispiel mit Nationalmannschaften duellieren, ja, England, Spanien, Frankreich, Deutschland, oder ob wir einen Draft-Mode machen, ich weiß es nicht. Und Richard hat tatsächlich zugesagt, dass er Live-Musik hier zum Besten geben wird. Also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und bin gespannt. Du musst richtig vielleicht üben. Ich habe die Songs monatelang nicht mehr gespielt, aber. Ja, ich glaube, wir müssen dann auch alle FM üben, weil ich finde, dann immer gegen andere zu spielen, das ist dann immer nochmal was anderes. Und, ja, das weiß ich auch aus der FM-Bundesliga. Also ja. Das ist schon hart. Und dann auch noch live, also da gibt es nichts zu verstecken, Freunde der Sonne. Ich habe Bock, aber auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich auch. Jonas, singst du auch? Same. Nee. Der hat die Gitarre immer nur im Hintergrund so Deko stehen. Ja, ich dachte. Das ist Set-Design. Set-Design, ja. Komm, Live-Version von All Right, Fred Winston oder so. Wenn du gewinnst das Turnier, dann singst du, oder? Wenn ich das Turnier gewinne, dann singe ich. Ja, okay. Ja, das ist ein Deal. Oh, Freund der Sonne. Das gilt aber für Lushbaum und Terry, oder? Das gilt ja, für alle, komm. Ja, richtig. Ja, ich hab jetzt zumindest, ich hab hier auch eine Gitarre zum Set-Design. Ich halte die mal in die Kamera. Da, Freunde, die kann ich aber nicht spielen, muss ich aber auch nicht. Das ist Kinderspielzeug, hat so Tasten. Ja, das wird großartig. Ah, okay. Nein, Spaß beiseite, ich werde nicht singen, wenn ich gewinne, aber vielleicht singt Richard ja für mich, wenn ich gewinne. Nein, aber ich hab Laune. Am 24.04., wie gesagt, streiche euch das dick im Kalender an. Machen wir zusammen einen kleinen Twitch-Partner-Party-Stream. Begießen die Gründung unseres Stream-Teams. Bis dahin finden wir noch heraus, was wir da alles für Vorteile haben. Auf jeden Fall, wenn ihr dann auf Twitch seid und wenn ihr uns dort noch nicht folgt, allen zusammen, holt das gerne nach. Findet ihr dann unter den Namen jeweils auch das Team, das Stream-Team. Und das steht dann eben wie Stream FM. Und wenn ihr darauf geht, dann seht ihr eben alle deutschen FM-Streamer, die in diesem Team sind. Und das Team wird für alle offen stehen, wie dieser Podcast auch für alle offen steht, so wie Sosinio das letzte Mal dabei war und in der Zukunft auch weitere Gäste dazukommen werden. Wird das auch bei diesem Stream-Team sein, sodass ihr dann dort auf Twitch eine Anlaufstelle habt, wenn ihr einfach einen guten FM-Stream sucht von bekannten Gesichtern, die ihr vielleicht dann auch aus dem Podcast kennt und so weiter. Und ich hoffe sehr, dass wir dann hin und wieder auch immer ein paar Aktionen so machen, wie einen schönen Draft-Abend oder ein entspanntes gemeinsames Singen, ja,
Das wird großartig. Ich habe auf jeden Fall Bock, Freunde. Ich freue mich. Ich auch, ja. Sehr gut. Ja. Ansonsten, haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Eigentlich nicht. Nö. Dann haben wir jetzt eine schöne, schnelle halbe Stunde gemacht. Ja, schöne, schnelle halbe Stunde. Und dann sehen wir uns sehr gerne in unseren Streams. Junukas, wie gesagt, im Moment sehr fleißig am Stream. Lushbob. Mittwoch und, was war's? Mittwoch und Freitag. 18 Uhr. Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr die FM-Aufstiegs-Challenge und an den anderen Tagen mit dem VfL Bochum unterwegs. Richard streamt nach wie vor sonntags und eventuell auch mal unter der Woche. Ich weiß nicht, ist das wieder geplant? Ja, diese Woche steht nichts fest, aber ab nächste Woche 2 bis 3 Mal die Woche. Ich finde einfach, ja, Tag zwischen Montag und Freitag. Genau, perfekt. Und bei mir ist es nach wie vor oder neuerdings Montag und Donnerstag ab 20 Uhr. Und wie immer, ganz, ganz wichtig, kommt auf den FM2-Kette-Discord. Da könnt ihr in den Einstellungen festlegen, von welchen Streamern ihr benachrichtigt werden wollt, wenn die online gehen oder wenn es was Neues gibt. Also da unbedingt auf die Einstellung klicken, dann könnt ihr da so ein kleines Symbol setzen und dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Und ansonsten sowieso auf Twitch folgen, auf Twitter folgen. Dann freuen wir uns, wenn wir uns da in diesen Streams sehen. Und in diesem Sinne sind wir dann schon wieder raus für heute. Vielen Dank, Junukas. Ja, danke auch und ciao. Auf Wiedersehen, Richard. Tschüss. Und auf Wiedersehen, Lushbob. Ciao. Und damit sind wir raus. Ciao.